So, meine Freunde, dann bin ich nochmal mit Let's Play Silent Hill Homecoming, wollte ich schon sagen, aber das stimmt ja gar nicht. Okay, seht ihr? Wir können, ich mache das lieber so, ausweichen. Seitwärtsschritt mit L1 und R1, das ist eigentlich ganz cool so. Wenn man jetzt noch treffen würde. Oh. Ach du Scheiße. Der war ja mal richtig edel. Zack. Hier in die Mitte. Und zack. Okay, das dauert jetzt zwar länger. Ja, geil, nicht treffen können. Ja, geil! Wollen wir noch nachladen? Ich glaub's wohl. Hä, war du blöde Sau! Okay. Ah, so geht's. Ja. Wow! Okay. Ja, ich hab mir das einmal angeguckt auf YouTube, wie das einer macht und dieser Tipp hier mit dem L1 und so, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, wenn ich jetzt nochmal. Okay. Ja, danach natürlich dann nicht, darf natürlich dann nicht stehen bleiben, muss immer in Bewegung bleiben. Okay. Stirb, du Sau. Oh, das war ich. Okay. Oh oh. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Stirb, du elende Mistmal. Da sieht nur so aus, als ob ich sie nicht treffen würde, aber ich triff's. Komischerweise. Aber dieser Typ ist doch nicht ganz cool. Ich habe aus dem letzten Video was rausgeschnitten. Ein Versuch. Kann natürlich sein. Weil ich da echt, also da habe ich echt keinen Bock mehr gehabt. Manchmal habe ich das Gefühl, treffe ich die überhaupt? Ich weiß es nicht. Treffe ich oder treffe ich nicht? Die letzten 6 Schuss, okay. Ja. Okay. Na komm. Komm runter. Okay, ausweichen. Das waren wieder 3 Schuss. Okay. Nochmal ausweichen. Ups. Alter Falter. Ja, da
Kann das mit der Pistole behaken? Okay. Ich weiß, ich könnte auch ran, aber dann schlägt die mich hier. Wie ihr wisst. So. Okay. Oh oh. Dann ist Lina. Oh shit. Oh, noch nachladen. Okay. Stirb. Claudia, stirb. Stirb. Ich hab gesagt, stirb. Stirb. Okay. Geht drauf. Oh, Mann, Mann, Mann. Geh doch drauf. Junge Potsau. Oh, boah, Alter, wie viel hält die denn aus? Das ist doch nicht normal. Alter. In your face. So. Okay, das war... Ach du Schande. Letzten zwei Schuss. Wir müssen voll in ihr Gesicht treffen. Sonst habe ich... habe ich ein Problem. Ja, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Haha. Okay. Hast immer noch nicht. Alter. Boah. Alter Verwalter. Alter Büroangestellter. Haha. So. Na komm. Komm runter. Okay. Okay. Die hält aber auch aus, meine Fresse. Ja, geil. Okay. Übertreib's halt mit dem Feuer. Na komm. Geil. Cool. Ich hab nichts mehr. Moment. Boah, die kommen hier. So, es gilt nur noch eins. Eins mit der Katana auf rüberhauen. Okay, stirb. Okay. Wieder warten. Ah, das ist fies, das sag ich euch. Okay. Renn. Gib doch, du blöde Sau, Alter. Mach doch den Acker hier. Ah, endlich. Boah.
Die hat ausgehalten. Mal schauen, was wir für ein Ende haben. Heather, did you... You don't have to call me that. I'm not hiding anymore. You want me to use your real name? What was it again? Cheryl. The name my father gave me. You gonna let your hair color go back too? I don't know. Don't you think blondes have more fun? Ja, soll ich dazu sagen? Cheryl ist Heather, Heather ist Cheryl und Alyssa. Ja, okay, hier könnt ihr keine Musik jetzt hören. Ist, gut. Ja. Das Mädchen, was uns in Sandhill 1 abgehauen ist, ist, sie. Gewesen. Die ganze Zeit. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, das Spiel ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsteil gewesen. Ich fand das ein wenig, naja, geht so. Ja, Reale waren ein wenig zu, weiß ich nicht. Haben mir nicht so gefallen. Vor allen Dingen die U-Bahn, die war ja schrecklich. Und zum Schluss das, das ging ja gar nicht. Was war das eigentlich? Mein Gott, diese Kirche, ey. Aber sonst von der Atmosphäre und von der Zaunkulisse mal wieder boah, ziemlich übel, muss ich schon sagen. Ja, hat mir gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ich war jetzt zum Schluss, war ich ein wenig genervt wahrscheinlich, kam ich so ein bisschen rüber so, aber das lag einzig und allein
Oh ja, genau, diese miese Steuerung. Ja, genau. Mein Gott, das geht ja gar nicht. Boah, Gott. War die Teil 2 auch so mies? Ich glaube nicht. Naja, als nächstes kommt dann kein Silent Hill. Nein. Ein anderes Horrorspielchen, lasst euch überraschen. Aber es ist kein Silent Hill. Kommt natürlich auch irgendwann mal, aber erst kommt das andere. So, wir haben jetzt noch Silent Hill Origins 4 und eigentlich noch Homecoming und Downpour. Aber ja, wollen wir mal schauen. Homecoming kam ich bis, wie heißt's? Ich kam bis zu den einem Endgegner. Komme ich jetzt nicht auf den Namen, egal. Scheiß drauf. Das neue Silent Hill habe ich leider noch nicht. Und Origins habe ich, glaube ich, bis zum Kino. Ist das ein Kino? Ich glaube, bis dahin habe ich das mal gespielt. Ja. Dann war es das ja auch mit Silent Hill. Ja, dieser Teil würde den. Er ist nicht schlecht, aber auch jetzt nicht so geil und krank wie Teil 2. Ja, Teil 2 war wirklich also übelst. Teil 4 fand ich jetzt auch nicht schlecht, auch von den vielen, die Scheiße fanden. Glaube ich zumindest. Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, den fand ich ganz gut. Cool, Heather hat Heather Morris gesprochen. Ja, lustig. So. Ja. Will ich dazu noch sagen, Kopf ab. Ansonsten freut euch auf das nächste Spielchen. Und nach Max Payne kommt eventuell noch ja, ein anderes, ein Super Nintendo Spiel aus dem Jahre 94 von Squaresoft, unter anderem Final Fantasy Macher. Und ja, es hat was mit Zeitreisen zu tun. Oh ja, das habe ich mir vorgenommen. So, ansonsten. Ja, war es das. Mit Silent Hill 3. Ich weiß ja nicht. Das ist natürlich die ganzen Geheimnisse von dem Spiel kenne ich jetzt alle gar nicht. Also die ganzen also Sachen hier. Also dass Heather natürlich Alessa ist, das ist natürlich klar, ne? Und dass sie die ganze Zeit Alessa war und so weiter und so fort. Und dass wir Alessa sogar besiegt haben, unser dunkles Ich, diesem Karussell mit den Pferden. Und normal, wir haben 4 Stunden gebraucht. Killzeit, Spaltwurm, 1 Minute. Lennart, da Alessas Erinnerung. 5 Minuten 40, der war auch übel, der Boss. Gesamtschaden? Eigentlich war man total mies, kann das sein? Okay, ja. Neues Spiel extra wurde zum Stapelschwimmen zugefügt. Spielen Sie von hier, um Sonderfunktionen zu erleben. Auf Stapel, neues Spiel wird ein Spiel ohne Sonderfunktion gestanden. Sie haben die Voraussetzung für die versteckte Waffe Flammenwerfer enthüllt. Sie haben die Voraussetzung für die versteckte Waffe Dauermunition und Maschinenpistole erfüllt. Extra Kostüm wurde zum Stapelschwimmen hinzugefügt. Sie haben das extra Kostüm-Kennwort. Happy Birthday. Oh. Oh. Okay. Ja. Ich weiß, in dem Teil gab es auch ein Laserschwert. Möchten Sie Akte und Platzierung speichern? So. Ergebnisse.
Wieso speichere ich hier? Ach, egal. So, extra Kostüm. Also müssen wir das auch noch eingeben. Ach, das ist schon da. Wie war denn das noch? Okay. Da wird man es zumindest mal gesehen haben. Ich glaube, da haben wir wieder groß, ne? Okay. Und dann Y. Hab der groß? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, ne? Verdammt. Okay. Abgeschlossen. Okay. Ist auch scheißegal. So, dann das Intro überspringen wir mal ganz schnell. Sonst kommt gleich wieder Musik, die ich nicht brauche. Okay, wollen wir mal schauen. Ja. Also der Boss zum Schluss war echt übel. Also Gott halt, ne? Aha, okay. Na, das sieht ja aus. So, das ist das Kostüm. Und haben wir... an den die Waffe finden wir... Ich weiß gar nicht mehr, wo finden wir die? Zantel 3 Original. Oh. Na gut. Ich weiß jetzt nicht, wo die Waffen finden. Die sollten, glaube ich, irgendwo... rumfliegen. Irgendeinen Schrank sind die, glaube ich, aber egal. Ich verabschiede mich dann von diesem Spiel. Und ja, ihr wisst Bescheid. Erstmal kein Zantel, ein anderes Horror-Let's Play und nach Max Payne... ein Super Nintendo Spielchen. Okay. Bis zum nächsten Projekt, wenn euch, wenn ich, wenn es, wenn ihr, es ist, wenn ihr wollt. Ansonsten, bis zum nächsten Zantel. Bis dann, mein Freund. Tschüssi, Kowski.